Übrigens, im fernen Osten, im Reich der Mitte, also in China, die machen jetzt ernst mit Big Data und Algorithmen. Mhm. Und zwar können die das auch gut, weil alle möglichen Institutionen liefern die Daten ihrer Kunden an die Zentrale. Also die Polizei, die Gerichte, die Banken, die Versicherungen, Eisenbahn, Flughäfen und so weiter liefern alles an die Zentrale und die können mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware dann ganz genau herausfinden, wer was wann wie tut. Und dann kann bestraft werden. Ja, wer bei Rot über die Ampel geht, der wird bestraft. Wer sich ungehörig benimmt, der wird auch bestraft. Nach einem Punktesystem. Es gibt sogar eine Geräuscherkennungssoftware, die erkennt, wer auf der Straße gehupt hat. Es wird zu viel gehupt in China. Also, wer hupt, der wird bestraft. Das Ganze gehört zu einem Test, zu einem anlaufenden Programm, einem nationalen Programm zur Sicherung der sozialen Vertrauenswürdigkeit. Also sicherer und ja, besser kann man gar nicht leben als im China der Zukunft, wo man sich gegenseitig vertraut, weil man sich gegenseitig überwacht. Kann bei uns nicht passieren? Naja, also Gesichtserkennungssoftware soll ja in einem Modellversuch jetzt mal getestet werden. Und das Zusammenführen aller Daten benötigt bei uns noch eine richterliche Erlaubnis. Für die Zukunft wird es wichtig sein, dass all diese Verfahren rechtlich sauber geregelt sind. Aufgabe des Staates ist es dann, dass diese Einhaltung der Regeln genau überprüft werden kann. Und der Staat, das sind wir alle. Also bei den digitalen Überwachungsmöglichkeiten, da bleibt noch richtig viel zu tun. Packen wir es an.